Der altgriechische Begriff Epoche bedeutet so viel wie Zurückhaltung. Zurückhaltung ist das Stichwort, wenn es um Epoche geht. Epoche ist zu unterscheiden von Epoche. Das ist dieses Wort, was man vielleicht heute kennt als die Zeitepoche oder so etwas. Das ist nicht gemeint. Epoche ist ein wichtiger und zentraler Begriff in der Philosophie und ein zentraler Begriff, um das, was ich gleich im Folgenden beschreiben will, zu erklären. Epoche meint, ich nehme mich zurück, ich halte mich zurück, ich erlaube mir kein Urteil. Diese Geste, zumindest des sich kein Urteils erlauben zu wollen. Na? Das ist eine Art Decision, eine Art Entscheidung, die man macht. Dieser Begriff ist deswegen so wichtig, weil er eng verknüpft ist mit dem, was man in der Philosophie die Phänomenologie nennt. Da gibt es alle möglichen hochkomplizierten, seltsamen Texte zu und diese Phänomenologie ist sehr, sehr alt, weil es ja auch eigentlich ein ganz natürlicher Prozess ist. Warum? In der Phänomenologie geht es darum, etwas zu reduzieren, zu verkleinern und Dinge auszublenden und dadurch etwas anderes deutlich zu machen. So wie wenn man ein Bild hat und den Kontrast verstärkt, um etwas herauszubringen, was man vorher nicht sehen konnte. In der Kunst spielt das eine sehr große Rolle. In der Kunst reduziert man alles auf ein Merkmal oder verknüpft die Perspektiven so, dass es reduziert wird. Man sieht nicht mehr das Ganze, sondern man sieht etwas aus der Nähe. Und dann geht man wieder in die Ferne und so weiter. Und in diesem Wechselspiel erzeugt man so etwas wie eine Art phänomenologischen Raum, wo man eben das vorher Unsichtbare sichtbar macht. Phänomenologie ist eine Art Sprachoperation, die so funktioniert wie in der Chemie ein Farbmarker. Ja, man hat irgendeine Substanz und will testen, ist da Salz drin, ist da irgendeine Säure drin, ist das irgendwie giftig? Und dann tut man ein paar Farbtropfen rein mit einer Mechanik, ja, mit einer Operation von außen und dann entsteht eine Reaktion und man sieht, aha, das ist diese und diese und diese Substanz. Und das macht man mit der Sprache. Und das ist insofern immer schon Teil der Philosophie und der Wissenschaft gewesen, weil man ja im Skeptizismus und in der Stoa beispielsweise schon, das heißt in der Antike, hingegangen ist und gesagt hat, wir zweifeln an den Göttern, wir zweifeln an dem und dem und dem und wir gucken mal, wie wir aus Beobachtungen Schlussfolgerungen ziehen können. So, das heißt also, man ist hingegangen und hat gesagt, wir blenden jetzt mal alles, was mit Göttern, alles, was mit Staat ist, aus und versuchen nicht zu erklären, was für eine Bedeutung das jetzt für die Kultur hat, sondern wir konzentrieren uns nur auf einen ganz kleinen Bereich. Und dann können wir etwas sehen und eine neue Erkenntnis gewinnen. Na, und dann hat man unterschieden, dass man gesagt hat, wir können Ethik betreiben oder wir können Naturbeobachtung betreiben. Das sind dann zwei verschiedene Bereiche, die man trennen konnte. Und das war nur möglich durch diese Epoche, durch diese Selbstzurückhaltung. Und diese Epoche, diese Selbstzurückhaltung ist ein ganz wesentliches Motiv für die griechische Welt, das uns bis heute in Europa prägt. Diese Zurückhaltung im Urteilen und das reine Beobachten und Staunen, Taumatzein wäre das, über die Welt. Das sind die Grundmotive der Phänomenologie. Und jetzt gibt es alle möglichen Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel auch Immanuel Kant, der dann halt eben versucht hat zu sagen, ja, was sind denn die Dinge hinter den Dingen? Das, was unsere Wahrnehmung a priori prägt. A priori heißt dann halt eben so, ohne dass wir irgendetwas hinzusteuern. Zum Beispiel solche Sachen wie Raum und Zeit. Wir können nicht hinter die Kategorie der Zeit zurückgehen. Wenn wir denken, denken wir immer in zeitlichen Abfolgen. Wir können nicht einfach das irgendwie weglassen, ja? Also das zum Beispiel. Ne? Also so kann man das betreiben, ne? Diese Epoche. Ja, dass man irgendwie versucht zu gucken, wie kann ich auf unterschiedliche Art und Weise die Sprache gebrauchen und Techniken entwickeln in der Biologiewissenschaft und eine Methodik machen, ne? Die es mir erlaubt, auf einer bestimmten Ebene Erkenntnisse zu gewinnen, sodass ich unterschiedliche Segmente, Biologie, Ethik, Chemie, unterscheiden kann.
dass ich sagen kann, das ist Theologie, das ist Metaphysik, das ist Ethik, das ist das, sodass der Raum der Beschreibbarkeit immer besser und komplexer und größer wird. Und in dieser Tradition steht auch Edmund Husserl, der hier auch angeführt wird, ne? Die Zurückhaltung, ne, im Laufe der Geschichte, die ganzen Meinungen und so weiter, die entstanden sind, die muss man auch alle zurücknehmen. Und das ist eigentlich genau das, was ich die ganze Zeit mache. Zum Wesen eines Gegenstandes vordringen und es durch die Wesensschau näher ergründen. Als Methode bekennzeichnet Epochae bei Husserl die phänomenologische Reduktion, durch die zunächst den vorgefassten Urteilen über die äußere Welt die Geltung entzogen wird, um anschließend unter Beiseitelassung der tatsächlichen Existenz zu Erkenntnissen über das Wesen des betrachteten Gegenstandes zu gelangen. Ich lasse jetzt mal die Beiseitelassung beiseite und versuche das einfach mal nur so wirken zu lassen, damit klar wird, wo ich eigentlich mich hier ansiedle und was ich hier versuche, so ungefähr zu machen, dass man das in der Philosophie so ein bisschen beschreiben kann und sehen kann, aha, so, da kommt das her und das ist eigentlich eine sehr alte Tradition und das ist jetzt nicht irgendwie willkürlich gewählt und das ist eigentlich auch was in gewisser Weise Stoizistisches. Okay, das muss reichen. Das Ding ist natürlich, es ist alles viel, viel komplizierter und dieser Wikipedia-Artikel ist ganz, ganz reduziert und in der Stoa geht es auch nicht nur darum und aber so habe ich das jetzt einfach mal gelesen und verkürzt, um durch diese Verkürzung dieser Begriffe eine neue Art von Blick entstehen zu lassen, die es möglich macht, zu verstehen, dass das, was ich mache, diese Epoche ist. Eine ganz einfache, logische, gedankliche Operation, durch Reduktion zur Erkenntnis zu kommen. So, es klingt jetzt super abstrakt und man fragt sich, wozu habe ich das überhaupt jetzt gesagt? Das liegt doch auf der Hand. Ja, das ist halt eben wichtig, dass man eben solche Sachen halt immer und wieder auch mal sagt, ne? Man nennt das dann Methodik. Man beschreibt dann, warum man was wie macht. Das ist ganz wichtig in so Hausarbeiten oder so oder bei so Doktorarbeiten. Kommt am Anfang ganz, ganz viel lange Methodik und dann sagt man, ich mache das und das und das. Das habe ich jetzt mal in so 10 Minuten abgearbeitet und will das lieber an einem Beispiel deutlich machen. Was ist Patriarchat? Was ist Männlichkeit? Ne? Woran sieht man das? Na, da kann man sich zum Beispiel hier so ein paar Bilder anschauen und dann sieht man, ja, es gibt hier das Gewehr und hier diese Scheinwerfer oder das dicke Licht und die Schüchen da, ne, und also alle diese Zeichen von Männlichkeit. Und um das zu sehen, muss man alles andere ausblenden, weil dann erst versteht man, dass so etwas wie toxische Männlichkeit beispielsweise als Phänomen nichts zu tun hat damit, dass jemand bloß Mann ist. Das würde nämlich das Bild völlig verblenden. Man muss diesen Filter drüber legen und Dinge ausblenden, um das Toxische darin zu erkennen. Und dafür muss man sehr genau sein Bild und korrigieren und seinen Blick schärfen. Und jetzt kann man natürlich darüber verhandeln, was gefällt alles in dem Bereich der toxischen Männlichkeit. Und dann sieht man, das Auto, dieses Gewehr und ein paar andere Sachen, hier die Schuhe noch und diesen Turban, die Krone, die Zigarre vielleicht auch, ne? Also, all das gehört in seiner Summe zu in dem Bereich der toxischen Männlichkeit. Und das sind alles so Identifizierungsmerkmale. Ne? So würde eine Reduktion im Alltag aussehen. Weil sonst könnte man ja einfach auf alles zeigen und sagen, toxische Männlichkeit. Man muss sich schon beschränken und versuchen, anhand von Merkmalen deutlich zu machen, worum es geht. Das ist auch das, was ich immer sage. Man muss schon klare Entscheidungen treffen und klare Definitionen treffen. Und diese Dinge hier, die würde ich sagen, die sind alle toxisch. Jetzt kann man natürlich sagen, aber der Begriff toxisch ist ja auch ein wertendes Urteil. Und genau dann wäre ich eben im Bereich, wirklich im Bereich der phänomenologischen Reduktion. Wenn ich hinterfrage, dass der Begriff toxisch eine Wertung ist und einfach nur anhand von Konsequenzen beobachte und gucke, wozu führt das alles, was haben diese ganzen Eigenschaften gemeinsam, dann stelle ich fest, es hat alles was mit Technik und mit Macht zu tun. Und dann komme ich der Sache schon näher. Dann in der erreiche ich nämlich eine wirkliche tiefere Ebene. Ich kann nämlich die Essenz dessen, was toxische Männlichkeit nämlich meint,
erfassen, indem ich mich wirklich zurücknehme in meinem Urteil und eben klar mache, es geht um Macht und um Technologie. Und dann kann ich noch einen Schritt weitergehen und fragen, worum geht es denn bei Macht und Technologie? Und so kann ich verschiedene Ebenen festlegen und freilegen. Und ich kann natürlich sagen, es gibt tausend verschiedene Meinungen zum Thema toxische Männlichkeit. Oder ich kann sagen, es gibt eine sehr oberflächliche Sichtweise, die sich nur an der Zigarre festmacht und die auch dann auf jemanden mit der Zigarre zeigt und sagt, du bist toxisch. Was natürlich in manchen Fällen richtig ist und in manchen nicht, vielleicht in mehr Fällen richtig ist, als es falsch ist, was aber ein ziemlich grobes Raster ist. Um tiefer zu gehen, muss ich auf die nächste phänomenologische Ebene gehen und um das zu erreichen, brauche ich diese Epoche, diese Eigenschaft. Dieses sich im Urteil zurückhalten. Dieses sich im Urteil zurückhalten erfordert immer erst gucken, was macht das Phänomen aus und dann prüfen, habe ich hier die richtige Haltung und in einem dialektischen Wechselspiel auch sich selbst immer zu hinterfragen. Und immer dabei zu ertappen, wenn man in dieses Emotionale fällt und in dieses Wertende. Ich will nicht sagen, dass Gefühle falsch sind, weil Gefühl und Verstand vernetzt sind. Ich will sagen, dass es sehr, sehr, sehr viel Selbstdisziplin und Aktivität braucht, um sich wirklich in seinem Urteil zurückzuhalten. Ich mag auch sehr dieses deutsche Wort, das im Englischen retain entspricht. Retaining, ja, Suspension of Judgment, so haben sie es versucht zu übersetzen. Dieses Wort zurückhalten hat halt eben wirklich so dieses Halten noch drin. Man muss sich regelrecht selbst anhalten, damit man eben nicht in diesen Fehler verfällt, auf dieser oberflächlichen Ebene zu bleiben und alles nur auf die Zigarre und auf das Auto zu reduzieren, sondern ganz genau sagt, wie dieses technische und objektfixierte im Männlichen, das auch dazu führt, bestimmte kleine Merkmale, wie die Zigarre und die Schuhe zu verwenden, um Macht auszustrahlen in einer bestimmten historischen Tradition, dazu geführt hat, dass wir heute bestimmte Männergruppen haben, die sich darauf berufen und die darin auch ihre Identität und ihre Identifikation finden und dass das einhergeht mit einer bestimmten frauenverachtenden Haltung. So, und dann kann man aber sagen, ja, aber ist das beim Kollegen nicht wirklich auch so? Also der spielt das doch nur, der ist doch gar nicht wirklich so, der ist eigentlich verheiratet und so weiter, bla bla bla. Und dann kann man eben sagen, beobachten wir das Phänomen Kollegah isoliert davon, machen wir das nicht. Und wenn wir das halt eben so weiter tun, ne, und uns die Sachen anschauen und differenziert anschauen und dann sagen, okay, hat das vielleicht dann, ist das vielleicht eine falsche Vorstellung und so, können wir in dieser Selbstzurückhaltung und Multiperspektivität immer näher zur Essenz kommen. Und wir können eine Essenz herausbilden. Wir können das Wesen erkennen. Wir können Dinge feststellen, die stimmen. Das heißt, wir kommen zu irgendetwas. Ja? Und am Ende ist es so, dass es wichtig ist, dass man keine Verbote ausspricht, dass man nicht sagt, ihr dürft das nicht machen, der böse Kollege, der böse Putin, die bösen Rennfahrer. Sondern, dass man einfach das korrekt wahrnimmt und sieht, aha, guck mal, da gibt es Übereinstimmungen und das ist gemeint. Das gehört erstmal inhaltlich in denselben Pool. Das gehört inhaltlich in denselben Pool, rein mustererkennend. Ne? Gelungen, das ist die Basis für gelungene Analyse und gelungen meint, effektiv in der Lage, Gewalt, Hass, Anklage, zynische Verbalaggression, so ein Mitleid oder erheischende, pathetische Selbstdarstellung und so weiter aufzudecken und infolgedessen zu eliminieren. Und das ist halt auch etwas zu verstehen, dass dieses, wenn jemand weint und Mitleid erzeugen will und so darauf rekurriert, dass alle irgendwie so jetzt mit ihm mitfühlen sollen, dass das eine andere Form von Anklage und Hass ist. Nämlich die Anklage, ihr habt kein Mitleid mit mir. Auch das ist ganz wichtig, das zu sehen. Und dass das Gelungene in der gelungenen Analyse darin besteht, davon wegzukommen, von diesem ganzen Pathetischen, von diesem ganzen Verbalaggression, ich finde dich scheiße, bla 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 und diesem Hass. Und das alles sind alles so ziemlich sichtbare und relativ leicht zu erkennende Marker, wie in diesem, was ich gesagt hatte, in der Chemie, was man ins Wasser tut und wo dann sieht man, okay, da ist irgendwas drin, irgendein Gift, um zu sehen, ich bin auf dem falschen Weg.
Das kann man auch bei sich selbst dann sehen. Wenn ich da so drin bin in diesem Modus, das ist nicht so gut. Das heißt nicht, dass man keine Gefühle haben darf und indifferent ist. Es heißt, dass man genau prüfen muss, was für Gefühle man hat und eine Scheidung der Geister durchführt. Wie das genau zu tun ist, werde ich noch erklären. Aber eigentlich mache ich es vor. Eigentlich ist die Idee, dass ich durch meine Person, wie ich das so mache, in dieser Dialektik hin und her und so beschreibe, selbst wenn ich emotional werde und in dieses Meditative gehe, immer wieder diese Brechungen und diese selbst sozusagen Hinterfragungen durchführe. Und das ist dieses Selbst-Zurücknehmen. Diese Selbst-Zurücknahme ist diese Epoche. Ich schreite voran und dann gehe ich wieder einen Schritt zurück. So. Und versuche halt eben, bestimmte Dinge nicht zu machen. Und dann ist es halt eben in der Lage, und daran kann man sich auch selbst prüfen, das irgendwie zu eliminieren, in sich selbst und in anderen. Das heißt, raus aus der Vergeltungslogik, ne? In dem Moment, wo ich halt eben sage, Männer sind scheiße und jetzt müssen wir uns rächen als Frauen oder wir haben es uns jetzt verdient, dass wir das und das machen oder sonst irgendwas. Wir wurden so lange so hintergangen und deswegen sind wir jetzt so. Wir haben jetzt und so, das ist dieses Mitleid oder irgendeine andere pathetische Geste. Das muss weg. Keine Vergeltungslogik, keine Straflogik, nichts dergleichen. Alles, was ich immer wieder versuche, an allen Stellen irgendwie so mich dagegen zu wehren, dass ich sage, ich will nicht in diese ganz, ganz ausgefeilten kleinen Mini-Aggressionen rein, dass man mit irgendwelchen versteckten Vorwürfen und Suggestivfragen und irgendwelchen ironischen Verklausulierungen und Tricks dann am Ende jemanden aus der Fasson bringt und ihn dann als Arsch darstellt. Das, was ich gesagt hatte, was die Circe mit den Männern macht, die alle als Schweine darstellt und sagt, ihr seid Schweine, weil ihr Männer seid. Aus dieser Vergeltungslogik will ich raus. Genauso aus dieser Vergeltungslogik wie mir wurde etwas angetan, was viele Männer haben das ja, die irgendwie keine Frau abbekommen und sagen, deswegen räche ich mich an allen Frauen und alle Frauen sind scheiße, die wollen alle nur den Obermacker haben und sonst irgendwas. Diese ganze, ich bin der Verletzte in meinem Stolz und ich muss mich rächen, Idee, die auf eine komische, neurotische Art und Weise irgendwie immer entsteht. Und das ist wieder etwas, wo ich sage, wir sehen, dass es das gibt. Wir können die Essenz eines Verhaltens identifizieren. Wir können den wahren Kern eines Verhaltens identifizieren. Es gibt Grund, so etwas wie Essentialismus auch tatsächlich einzufordern und das auch zu erwarten oder beziehungsweise anzuwenden. Deswegen dieser Vorwurf, es darf nichts essentialistisch sein und alle Meinungen sind gleich. Nein, wir können Meinungen bewerten. Wir können sagen, dass es oberflächlich ist, alles nur auf der rein oberflächlichen Ebene anhand von, du hast eine Zigarre und du hast einen Mercedes, also bist du ein toxischer Mann zu bewerten. Ne? Wir können schon sagen, dass wir sagen, das sind gute Indikatoren, ja, das können wir empirisch messen, wie häufig taucht das auf und dann sehen wir, ja, es gibt Zusammenhänge dieser Art und dann können wir tiefer gehen und wir können unterschiedliche Ebenen der Tiefe abgrenzen voneinander und sagen, die Essenz liegt darin, dass wir quasi so eine pyramidiales System, so eine sehen, wo wir sagen, es gibt oberflächliche Kategorien, die wir haben, und es gibt tiefenscharfe Kategorien. Es gibt eine Uressenz und es gibt oberflächlichere Arten der Essenz. Und genauso können wir auch eine Zelle beobachten und auf ihre Einzelteile beschreiben. Und die ganze Essenz der ganzen Zelle sehen wir eben nur, wenn wir dann die ganzen Ebenen erkennen und unterscheiden. Deswegen sage ich, dieses Unterscheidungsvermögen, das ist die gelungene Analyse. Und das geht eben nur mit dieser Epoche. Und wenn wir uns aus diesem ganzen, ja, falschen Gefühlen irgendwie befreien, deswegen keine Anklage. Deswegen will ich hier auch nicht schimpfen. Und wenn ich es hin und wieder mal so halb tue oder so andeute, dann relativiere ich es gleich sofort wieder und klage mich selber an als den Anklagenden. Deswegen zeigen, ja. Entwerten, nein. Das ist ganz wichtig, ja. Das Stichwort dabei ist immer das Wohlwollen, wie wenn man ein Arbeitszeugnis formuliert. Na, also man kann das übelste Arbeitszeugnis formulieren und es darf auch scharf sein, aber es muss, oder wenn es eine gelungene Epoche sein soll, dann kann es nur mit einem Wohlwollen passieren, weil sonst wäre es das eben nicht. Selbstanalyse vor der Fremdanalyse, das ist auch ganz, ganz wichtig. Nicht keine Fremdanalyse, gar kein Urteil.
aber sehr vorsichtiges Urteil und erstmal auf sich selber schauen. Jetzt natürlich die Frage, wie geht das? Und da sage ich halt eben, das kann man erstmal nur vormachen und dann so ein bisschen reflektieren. Ich bin immer dafür, erstmal Dinge vorzumachen, wie ich es jetzt die ganze Zeit vorgemacht habe in allen Videos, und dann immer wieder zu reflektieren und das die ganze Zeit durchzuspielen, wieder und wieder und wieder und wieder, wie in einem Mantra. So, wie als würde man es einem Kind beibringen wollen. Paternalisiere ich jetzt die Zuschauer und die Zuhörer? Nein, ich versuche eine Ebene herzustellen, wo ich möglichst viele Leute gleichzeitig abhole. Es gibt mit Sicherheit viele Leute, die schon, ja, auf dieser Ebene sind. Es gibt aber auch sehr viele Leute, und auch da schließe ich mich selbst ein, die immer und immer wieder sich in dieses Mantra hineinversetzen müssen und sich daran erinnern, ja, was eigentlich wir tun können, was eigentlich die Basis auch nicht nur für eine gelungene Analyse, sondern auch für ein gelungenes Miteinander ist. Und ich tue das natürlich auch für mich selbst, um mich selbst daran zu erinnern, wie geht das, um mich selbst an das zu erinnern, was ich in meinem Leben gelernt habe. Na? Und das ist eben genau der Punkt. Selbstanalyse und dann auch zu dem Ergebnis kommen, das, was ich tue und was ich hier so möglicherweise paternalisierend an die Zuschauer wie ein Verkünder weitergebe, das ist in erster Linie etwas, was einer Selbstanalyse entsprechen muss. Das heißt also, während ich das tue, muss ich mich auch immer selbst hinterfragen bei dem, was ich tue. Und wenn ich das nicht mache, dann mache ich es eben nicht richtig. Okay, ich denke, es ist für den Moment erstmal als kleiner Zwischenschnitt zwischen dem, was ich jetzt eigentlich vorhabe, schon mal ganz gut, um Ausblick zu geben, wo ich mich philosophisch verorte, wo ich ungefähr hingehöre. Es wird ein paar Leute geben, die können damit sehr viel anfangen, weil sie philosophisch geschult sind. Andere Leute, die sind so halb verwirrt und wissen gar nicht so genau, was sollte das jetzt alles? Kannst du, 1000 Sachen, okay. Ne? Und Ich habe schon das Ziel, auch so ein bisschen so eine Theorie von allem zu machen. Nur der Punkt ist einfach, ich hätte am Anfang überhaupt nicht gedacht, dass es überhaupt einen einzigen Menschen gibt, der ein komplettes von diesen ewig langen, endlosen Videos überhaupt zu Ende guckt. Und trotzdem muss ich es tun. Ich habe dieses Gefühl, ich muss das machen. Ich werde das auch noch ein bisschen weiter beschreiben, warum das so ist. Und hier ist auch so ein Punkt, wo man halt eben sagen muss, Selbstanalyse ist nicht unbedingt etwas, was man immer sofort präsentieren muss. Sondern wo man auch sagt, also will ich das jetzt jemandem zumuten, das zu hören? Ne? Jetzt in so eine Totalreflexion zu gehen, von meiner Seite aus, das ist etwas, was in mir parallel abläuft und was ich hin und wieder mal zulasse, wenn ich glaube, dass es einen Mehrwert produziert. Na, das ist auch sehr wichtig, weil ich ja hier nicht nur für mich spreche, sondern weil ich ja auch etwas präsentieren will und weil ich ja auch das Bedürfnis habe, das gut zu machen und das wenigstens, so komplex es auch ist, ein bisschen anzupassen an die Bedürfnisse eines möglichst großen theoretischen Hörerkreises. Ne? Und wie gesagt, in dieser Grafik kann man sehr gut, so das kann man fast schon als Meditation für sich, also ich nutze das für mich als Meditation, um mir zu vergegenwärtigen, was ist eigentlich das richtige Denken und das richtige sich einstimmen auf die richtige Wahrnehmung, auf diese Epoche. Ne? Das kann man gut mit dem Buddhismus verbinden, wenn man das will. Ich bin bei allem gegenüber kritisch. Und deswegen bin ich immer so, dass ich sage, ich will neutrale Begriffe finden. Und für mich ist selbst der Buddhismus heutzutage nicht neutral genug, weil ich immer denken würde, aha, der Buddhismus, wie er im Westen betrieben wird, ist, ich setze mich unter den Palmbaum und meditiere und denke, ich bin dann ein Buddhist. Aber jeder Mensch, der sich identifiziert als der Buddhist, hat ja schon nicht verstanden, dass es im Buddhismus eben darum geht, Identifikationsmerkmale loszulassen und ist auf einem völlig abstrusen Trip und in einem Hybrid zwischen westlicher Vorstellung von Buddhismus und dem eigentlichen Buddhismus und liest Texte, die übersetzt sind aus dem Sanskrit,
oder vielleicht sogar aus dem Chinesischen, die also eine ganz andere Bedeutung haben und so. Also das ist das, was ich immer sehen würde, wo ich dann halt eben sage so, ich kann das jetzt nicht unbedingt notwendigerweise mit dem Buddhismus assoziieren. Na? Das ist halt eben etwas, wo ich sage, warum führe ich das so aus? Weil es eben super schwierig ist und weil es immer wieder auch Grund gibt, die Gegenseite, die sagt, das kann man überhaupt gar nicht und es gibt überhaupt gar nicht die Möglichkeit, zur Essenz zu kommen, ernst zu nehmen. Und ich behaupte, ohne das jetzt in allen Einzelheiten, weil ich das hier nicht kann, jetzt zu begründen, dass es eben doch geht, dass man eben doch die Essenz der Dinge tatsächlich sehen kann.